Hallihallo und willkommen zurück bei Harry Potter und der Stein der Weisen. Wir waren in der letzten Folge unterwegs und haben den Alohomora-Zauber gelernt und jetzt werden wir ins Zauberkunstklassenzimmer gehen, um wahrscheinlich den nächsten Zauber zu lernen. Willkommen, meine jungen Zauberer. Ich bin Professor Flitwick. Heute lernen wir den Schwebezauber Wingardium Leviosa. Sieh dir das Wingardium Leviosa-Symbol, das ich dir nun vormache, ganz genau an. Sobald ich fertig bin, kannst du damit beginnen, das Symbol nachzumalen, indem du die Maustaste gedrückt hältst. Lass sie erst wieder los, wenn du fertig bist. Okay. Wir lassen es ein bisschen Zeit. Und nice. Wingardium Leviosa. Eine großartige Leistung, Harry. 5 Punkte für Gryffindor. Lass uns weitermachen, Harry. Okay, ich weiß gar nicht, ob man einfach jeden Kreis irgendwie erwischen muss oder sowas. Na, da oben hätte ich ein bisschen höher gemusst. Ich arbeite auf die 95% hin. Erstklassig, Harry. 10 Punkte für Gryffindor. Versuche es dieses Mal ein wenig schneller hinzubekommen. Ja, da sind wir raus. Leider raus, leider raus. Aber mal gucken, ob wir damit noch ein paar Prozent hinkriegen hier oben. Ah, nein, leider nicht. Habe ich noch einen Versuch? Oh je, das war ziemlich knapp. Nee, schade. Da haben wir nur 15 Punkte statt der möglichen 50. Du kannst jetzt mit der Wingardium Leviosa-Aufgabe beginnen, um den Zauber etwas zu üben. Folg mir, Harry. Wingardium Leviosa ist übrigens der Federfliegenlastzauber. Beziehungsweise auch andere Sachen. Verwende Wingardium Leviosa bei dieser Statue und hebe sie auf den großen Teller. Das ist ein Block, mein Freund. Aber weil du es bist. Wingardium Leviosa. Und zack. Gut gemacht. Geh nun die Sterne einsammeln. Wir treffen uns dann später. Viel Glück, Harry. Und da seht ihr auch, was ich meinte. Da ist die Brille irgendwie nicht so ganz transparent. Nicht so transparent, wie sie sein sollte. Zack. Nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Ich lasse mich die Nummer von euch ausrauben. Aber die sind ja zum Glück relativ leicht zu besiegen. Und hier haben wir jetzt ein Büchlein gespeichert. So. Können wir auch direkt unsere ganzen Zauber wieder einsetzen hier. Aber es scheint ja wirklich ein emsiger Schultag zu sein. Wir hören ja nicht auf zu lernen, ne? Unser dritter Zauber inzwischen. So. Aber das gibt uns natürlich auch viele Möglichkeiten. Das muss man mal dazu sagen. Und viele Bohnen, wie es ausschaut. So. Ich hab dich gesehen, kleiner Mann. Hör auf zu jammern. Meine Güte. Der Mach mochte auch nicht stehen bleiben. So, aber dann haben wir's. Musst du nicht
dahinter irgendwo. Na, ah, nicht getroffen. Schade. Versuchen wir es nochmal. Plöpp, Tür 1. Oh, daran erinnere ich mich auch. Das ist so ein draußen am Turm-Level Abschnitt. Und... Zack. Nice. Nehmen wir ihn auch mit. Und dann können wir den Stern hier sammeln. So, was passierte hier denn noch gleich? Da drüben ist ein Stern auf jeden Fall. Nehmen wir auch eine Plattform. Und dann werden wir die mal aktivieren. Da gehe ich jetzt aber noch nicht rüber. Das sieht nämlich aus, als ging es da weiter. Genau. Bevor wir noch das Sternlein hier vergessen. Ich nehme mal an, dass man 5 pro Level sammeln kann. Weil ich nehme mal an, dass wir einen bei Quirrell vergessen haben. Und bei Hermine gab es keine Sterne. Weil sie ist ja auch keine Lehrerin, ne? Sie ist ja nur in Anführungszeichen Schülerin, aber halt eine sehr gute. Ich glaube auch ab und an, ich weiß gar nicht, ob die Beleidigung Streber gefallen ist. Hier haben wir Wasser. Okay, da komme ich nicht rein. Vielleicht ganz gut so. So, was haben wir denn noch? Zinnen und hier eine Plattform. Aber es ist ein schönes Gelände, oder? Nur Himmel quasi. Also wenn man mal hier so runter guckt, naja, und da unten ist alles schwarz. Und eine Mauer und ansonsten nur Himmel. Nehmen wir aber alles mit. Sehr schön. Und... Boah, ganz schön laut immer diese Soundeffekte zum Teil. Ist nicht ganz so gut abgemischt oder auf meinen Ohren zu laut. Aber dann sind die Stimmen wieder zu leise, glaube ich. Aber naja. So, dann schnell einmal hier raufgehüpft. Aber du musst dich ja noch weiter darüber bewegen, oder? Ja. Sonst wäre es nämlich nicht machbar. Oh, ei, ei, ei. Habe ich da was verpasst? Wenn ich da reingehe, ist die Tür wieder zu, oder? Also ich meine, man kann versuchen, da hinzuspringen, aber dann kommt man doch da nie wieder weg. Wir probieren es mal. Kann ja nur schief gehen und wir können sterben. Nicht wahr? Aber wir haben... Ich gehe nochmal da drüben gucken. Weil da gab es ja 2 Plattformen. Vielleicht war auch da wieder die Reihenfolge entscheidend oder so, aber... Ich habe ja einfach mal gemacht... Ah ne, guckt mal hier. Hier ist was aufgegangen. Ich wusste doch, dass es da noch was geben muss. Gut, dass ich nicht weitergegangen bin. So, was haben wir denn hier? Noch ein Stern. Faszinierend. Ah, jetzt ist die Karte darunter gefallen. Nein, ist sie nicht. Nein, ist sie nicht. Ich bin klug. Vor allen Dingen habe ich vergessen, dass ich springen kann. Oh, meine Güte. Ich bin eingerostet. Ich kann dieses Spiel nicht mehr. So, Moment mal. Dann machen wir mal eben... Gehen wir eben die Karte holen. Was, wo hast du dich jetzt hochgezogen, mein Freund? So... Die Karte ist doch nicht runtergefallen. Werden wir den mal eben... Schade, ich dachte, du kämpfst da vielleicht im Sprung hoch. Dann werden wir den mal eben einsammeln.
Haben wir dann jetzt drei oder habe ich eine nicht? Doch, haben wir. Okay, wir haben drei. Guck mal kurz hier rein. Wir haben, ja, hier fehlt die eine, wahrscheinlich die vom Flugunterricht. Wir haben Tilly Toke, 1903 bis 1991, erhielt einen Orden, weil sie im Jahr 1932 viele Leben rettete, als ein Drachen sich auf einen Strand voller Sonnenanbeter stürzte. Wenn das ein Drachen getan hat, dann war das aber nichts Besonderes, weil ein Drachen ist, soweit ich weiß, das, was in der Luft fliegt, an der Schnur. Und ein Drache wäre dann das andere. Aber kann auch Halbwissen sein oder falsch. Burdock Molden, 1429 bis 1490, Vorsitzender des Zauberrates von 1448 bis 1450. Und der kriegt eine Karte? Mann. Gut, dann haben wir das. Dann müssen wir das Flipendo noch auslösen. Das habe ich aufgeschoben, weil ich nicht genau wusste, was das macht und nicht, dass es mir irgendeinen Weg versperrt. Da bin ich ein bisschen paranoid. Flipendo. Ah, dann kommt der rauf. Okay. Dann ist das ja machbar. Mit ein bisschen Geduld ist das dann machbar. Da kommt die Plattform. Genau, dann geht das nämlich hier so rüber. Dann nehmen wir das mit. Springe schnell zurück, weil sonst müssen wir eine ganze Drehung warten. Das ist ja auch eher blöd. Und können dann weitergehen. Sehr gut. Glückwunsch, Harry. Du hast die Aufgabe bestanden. Du hast alle Sterne eingesammelt. 20 Punkte für Gryffindor. Jetzt mach aber, dass du weiterkommst. Oh, waren das jetzt 6 Sterne oder wie viel hatten wir? Ich habe gar nicht mehr geguckt. Naja, muss ich nochmal im Video schauen. Da kann man es ja sehen. So. Da ist keine geheime Tür. Wingardium Leviosa. Dann müssen wir noch hier eben einmal... Ja, na komm schon. Beweg dich. Zack. Wie ich hier mit der Maus am Schrauben war, ey. Peng, 94. Eingesammelt, sehr gut. Und zack, wir sind frei. Wir haben keine Aufgabe mehr. Also vielleicht stand auf der Karte gerade eine. Vielleicht bin ich ja so klug gewesen, das schon in den letzten Folgen länger anzuzeigen, damit ihr wisst, was man machen muss. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr kurz nur sichtbar für mich. Deswegen weiß ich nicht genau, was da steht. Vielleicht lasse ich euch aber auch einfach das Video pausieren, wenn es euch interessiert. Harry, komm nicht zu spät zum Kräuterkundeunterricht. Ich warte am Eingang zum Gewächshaus. Wir sehen uns. Hermine. Ja. Ah, okay. Also, jetzt müssen wir zum Kräuterkundeunterricht. Meine Güte, die haben aber viel Unterricht an einem Tag. Mann, Mann, Mann. Hallo? Komisch. Warum ging das dann auf der anderen Seite nicht? Hallo? Als hätte ich es geahnt, wa? Könnte daran liegen, dass hinter so ziemlich jedem Spiegel was ist. Hallo? Peng. Da hammert. So. Mal eben in das... Ah, oh, die haben schon wieder mehr Punkte als wir. Ah, das haben wir eben schon gesehen, ne? Ja, egal. Adalbert Waffling, 1899 bis 1981. Berühmter Magietheoretiker. So sieht's aus. Da haben wir einen Schokofrosch, den können wir eigentlich übrig lassen. Den können wir... Oh. Okay, wir haben quasi gerade einen Bosskampf gegen Peeves. Wenn du in einen Spiegel schaust, zerbricht er sich ja in tausend Stücken. Treffen wir den denn überhaupt? Irgendwie nicht so wirklich, ne?
Ich glaube, hier gibt es einen Anzeigefehler. Normalerweise müsste man da ja das Flipendo-Zeichen besser sehen. Oder wir sind zu weit weg. Das ist eine andere Option. Da sehen wir nämlich das Flipendo-Zeichen. Mann, oh Mann, okay. Ja, alles andere ist zu. Okay. Spannend. Hey, Harry! Hast du die 25 Bohnen für uns? Wir brauchen die Bohnen für, naja, ein paar Experimente. Ja, Hammer. Gute Arbeit, Harry. Du hast uns jetzt alle Bohnen gebracht, die wir brauchen. Hier hast du eine Bildkarte. Ich hoffe, du hast sie noch nicht. Danke für deine Hilfe, Harry. Bitte gerne. Wenn man so einfach an Bildkarten kommt, dann machen wir das doch gern. Auch wenn ich gerne noch weitere Punkte für Gryffindor sammeln würde. Ich als Perfektionist fände es halt besonders cool, wenn ich das noch alles wiederholen könnte. Harry, wenn du zu spät zum Kräuterkundenunterricht kommst, wird Gryffindor wertvolle Hauspunkte verlieren. Also beeile dich, Hermine. Beeile dich steht nicht da, es steht beeil dich da. Aber ich fand ein beeile dich klingt besser. Hallo. Wir gucken uns einfach mal ein bisschen um. Und sammeln ein paar Bohnen. Ich weiß auch gar nicht, wo es zum Kräuterkundenunterricht geht. Oh. Hey, Potter, magst du Überraschungen? Malfoy hat ein Geschenk für dich. Du solltest besser vorsichtig sein, Potter. Die Slytherins können die Gryffindors nicht ausstehen. Okay. Also hier kommen wir auch nicht durch. Na gut. Dann gehen wir aber erstmal in die andere Richtung, weil dann scheint das ja die richtige Richtung gewesen zu sein. Oder geht's da runter? Boah, ich habe echt keinen Plan. Die Tür ist zugegangen. Harry, ich bin Neville Longbottom. Das ist mein Erinner mich. Es erinnert mich an alles, was ich vergessen habe zu tun. Oh, es sagt mir, dass wir gleich Kräuterkunde haben. Oh, da hätte ich beinahe etwas vergessen. Nimm dich vor Draco Malfoy in Acht. Er ist eben hier herumgeschlichen. Ja, das haben wir schon mehrfach gehört. Flipendo! Hier soll irgendwo ein Geheimraum sein und ich werde der Erste sein, der ihn findet. Naja, also in dem Geheimraum waren wir schon. Daher nettes Easter Egg, aber... Aber nein. Oh. Hä, wie oft geht denn das? Flipendo. Dreimal. Cool. So, aber wir sind auch wieder nämlich hier in dem Korridor, wo wir uns auskennen. Also wenn wir raus wollen, dann müssen wir halt in die andere Richtung laufen und nicht in die ich gerade laufe. Und deswegen laufe ich in die Richtung. Okay, da ist auch nichts. Hast du auch mehr Bohnen für mich? Hat sie. Sehr gut. Dann gehen wir mal hier gucken. Ah, das ist wahrscheinlich nur der andere Gang, ne? Das ist dann völlig egal. Ja, genau. Die gehen nur einmal. Gehen wir nochmal kurz hier gucken. Genau, nehmen wir den noch mit. Nehmen den Spiegel noch mit. War doch sehr gut, dass wir ihn noch geguckt haben. Oh, meine Güte. Nein! Na gut, wenigstens müssen wir hier nicht nochmal hochklettern. Und dann... Hier rauf. Und dann... Wer baut denn so eine... Wer baut denn hier eine Tür hin? Aber da muss jetzt eine Bildkarte drin sein. Jawohl.
Alles andere wäre nicht anständig gewesen, liebe Level-Designer. Darum vielen Dank für die Bildkarte. So, dann müssen wir uns mal später nochmal gucken, anschauen, ob wir dann noch irgendwie an diese Bildkarte im Flugtraining kommen. Das kann man ja vom Hauptmenü aus nochmal machen. Dann ist halt die Frage, ob das dann für diesen Spielstand gilt oder wie auch immer das ist. Aber an der Stelle verabschiede ich mich aus Harry Potter und der Stein der Weisen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann bei Kräuterkunde quasi. Oder auf dem Weg dahin. Bis denn. Tschüss.